Hey Leute, Wade hier. Willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon City. Ich dachte mir, dass wir in dieser Folge mal uns genau angucken, wie weit mein Stand aktuell ist, was ich so für Drachen habe. Und dann könnt ihr ja auch ganz präzise sagen, ey, züchte mal den Drachen und den Drachen, weil dann kriegst du was Cooles eventuell. Und ich habe aktuell 4 Millionen Gold und oh, diese dumme Spam. Ganz ehrlich, diese Eier. Immer wenn ich das Spiel starte, sagte, hey, willst du nicht deinen Freunden Eier schenken? Nein, ich will meinen Freunden nicht meine Eier schenken. So, nein. Ich meine, das ist zwecklos. Ich habe die kleinen Eier, da ist nur Mist drin. Ich freue mich immer, wenn ich ein riesiges Ei kriege. So, das ist halt viel, viel besser. So. Ich meine, ich freue mich persönlich, wenn ich ein großes oder halt ein riesiges Ei kriege, weil da ist tatsächlich auch cooler Stuff drin, wie zum Beispiel jetzt hier der Libellendrache. Was auch immer das für ein Drache ist, aber sowas da zum Beispiel drin ist ganz cool. Und in dieser Folge werde ich euch, wie gesagt, auf den aktuellen Stand bringen, was ich so aktuell für Drachen habe. Und ich freue mich natürlich auch übrigens immer, wenn ihr mir irgendwie einen Zeppelin schickt, obwohl das nicht so wirklich viel bringt. Oder halt, wenn ihr mir halt ein Ei schickt oder wenn ihr mir Geld schickt oder hier im Game, das ist super. Oder auch, wenn ihr mir hilft, irgendwas aufzubauen. Hier oben zum Beispiel habe ich einen Metall-Lebensraum gebaut und da braucht man auch irgendwie Freunde, die helfen, dass das aufgebaut wird. Und das ging relativ schnell, fand ich ziemlich cool. So, jetzt sammeln wir erstmal das ganze Gold ein und gucken wir dann, wie viel Gold wir dann haben. Und dann zeige ich euch ein paar Drachen. Es hat sich hier ein bisschen was getan. Es gibt ein paar mehr Lebensräume, es gibt ein paar mehr Stuff, alles mögliche. Und wir machen tatsächlich ganz gut Geld. Also gerade bei 4 Millionen. Und jetzt habe ich alles eingesammelt und wir sind bei 4,6 Millionen. Okay, und wir sind bei 4,6 Millionen. Und das ist ziemlich gut. Also, ich habe das so am Tag, abends, dass ich das dann so ungefähr habe, dass ich, oh, hier oben ist noch Müll, dass ich dann halt zweimal die Dinger für 1 Million machen kann und dann halt ein paar diese 150.000 Dinger, also was Futter rauswirft. Und das finde ich ganz gut. Heute werde ich ein bisschen mehr machen, weil das habe ich gestern verpeilt, da war es irgendwie zu spät, die ganzen Dinger, die abgelaufen sind, dachte ich, nee, kein Bock jetzt wach zu bleiben, bis keine Ahnung was, und deswegen habe ich es über Nacht nicht gemacht, was ein bisschen dumm ist. Aber ist egal, dann hole ich es halt heute noch, mache ich heute mal so ein 3-Stunden-Ding. So, das Drachenrennen läuft übrigens immer noch, ich habe schon ein paar coole Drachen rausgekriegt, seht ihr ja gleich. Erstmal die Drachen, die ich noch nicht ausbrüten kann. So, ich will ein bisschen chronologisch anfangen. Und unter anderem habe ich hier, Schwachsinn, ist egal, den Dark Angel Drache. Ich weiß nicht genau, wie selten er ist. Ich glaube, es ist ein epischer Drache. Bin mir da sehr, sehr unsicher. Den Erzengeldrache, den Gerechtigkeitsdrachen, den Kolossdrachen, den Kriegsdrachen, den Libellendrachen, den wir gerade kriegt, den Molochdrachen und den Rotwalddrachen. Die Drachen habe ich, glaube ich, alle gezüchtet. Ich weiß nicht zu 100% immer, was ich gezüchtet habe, aber es reicht ja, glaube ich, wenn ich die habe. Ich finde, die sind auch teilweise relativ selten. Ich glaube, den Dark Angel Drachen habe ich zum Beispiel gar nicht gezüchtet, sondern hier über ein Pack gekriegt, wo wir übrigens auch beim Roulette wären, weil ich kann, glaube ich, nochmal ein Roulette machen. Oh, falscher Knopf. Hier, Roulette! Es ist kein Roulette, ich sage einfach Roulette dazu. Und wir kriegen 1000, es war, Mann ey, wenn du hier einmal die 50 Rubine kriegst, ist das so gut. Noch nie gehabt, noch nie ansatzweise irgendwas gehabt, okay. Wie gesagt, die meisten Drachen hier kann ich ab Level 26 ausbauen, ich bin Level 25. So, und ich habe übrigens auch hier rüber, also über das Booster Pack, habe ich den Liebesdrachen gekriegt. Das ist ein Drache, den ich viel seltener eingeschätzt habe, als der eigentlich ist. Ich dachte, der wäre irgendwie exklusiv, irgendwie super selten. So selten ist der nicht. Aber ich finde, der sieht ganz nice aus. So, den platzieren wir mal irgendwo. Und ich weiß noch nicht genau, wo. Ich mach mal hier hin. Weil der Motorraddrache, den habe ich euch ja schon in der letzten Folge gezeigt. Der ist jetzt komplett ausgebaut. Und ganz ehrlich, ey, das. Okay, wir machen es komplett. Schauen wir hinten an. Ist halt. Das ist der Motorraddrache. Der ist sehr selten. Und ich weiß nicht, wo es ein Drache sein soll. Das ist einfach ein Motorrad. Mit dem Text, meine Oma fährt im Hühnerstall einen Drachen, einen Drachen, einen Drachen. War einer sehr, sehr lustig, der den Text geschrieben hat. Ja, habe ich auch noch nie eingesetzt irgendwo. Richtig weird. Hier oben habe ich den Platin-Drachen. Der war auch in so einem geschenkten Ei drin. Ich könnte jetzt übrigens mal den Libellendrachen reintun. So. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas taugt. Dem bringt nicht so viel Gold, aber ich glaube, der ist zum Züchten vielleicht ganz geil. So, hier oben haben wir den Kaktusdrachen, den ich ein bisschen weird finde. Ist nicht unbedingt mein Lieblingsdrache, ich finde, der sieht ein bisschen scheiße aus. Daneben haben wir den Tropendrachen. Der ist Level 6, ich mache mal Level 7. So. Ja, ich finde, der geht. Ich finde, der geht klar so. Ist nicht mega nice, aber der geht klar. Würde ich aber auch nichts mit anfangen. So, hier haben wir einmal den Piratendrachen. Finde ich ganz cool. Auch wenn das Schwert irgendwie nutzlos ist für einen Drachen, der keine Arme hat. Der ist selten. Und da haben wir noch den Sonnenwald. Wie heißt der?
Sonnenwenddrachen. Den gab es hier beim, beim Rennen. Ist das ein Rennen? Ich glaube, es ist ein Rennen. Den gab es hier bei den Rennen. Bei diesem Labyrinth-Ding. Und hier bin ich auch ein bisschen weiter und wir können eigentlich mal klicken. So, zack, einmal geklickt. Und kann ich nochmal? Ja, ich kann nochmal. Und zack, nochmal geklickt. Hier muss man halt immer diese Münzen einsammeln. Und dann kann man mit diesen Münzen die Drachen weiterschicken. Noch 6 Schritte, dann habe ich den nächsten Drachen befreit. Ich bin relativ weit schon. Also danach kommt ein sehr seltener Drache und danach kommt ein epischer Drache. Und ich habe noch 10 Tage Zeit. Ich denke, ich kann so kommen bis halt wirklich nah dran an den ersten legendären Drachen. Würde ich ganz ehrlich sagen, dass ich da nah dran kommen könnte in der Zeit. So, welchen Drachen muss ich noch zeigen? Hier, wer ist denn hier sehenswert? Ein Elchdrache. Warum auch immer es sowas gibt. Das ist eigentlich nur ein Drache mit einem Geweih. Den St. Patrick's Day Drachen. Warum auch immer. Den Elektrodrachen. Davon habe ich mehrere jetzt anscheinend. Und den Hawaii-Drachen, der irgendwie ganz cool ist. Der hat zum einen diese MLG-Brille. Finde ich cool. Das ist ein cooler Drache. Und hier ganz unten haben wir irgendwas Interessantes. Den, gut, halt den Zorndrachen. Habt ihr, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. Und den Karnivorendrachen. Den habe ich auch irgendwo schon ausgebaut. Ich will den gar nicht ausbauen, aber komm, ich baue den mal ein bisschen aus. Aber ich finde den halt nicht geil. Ich mache ihn auf Level 7. Aber ich finde den halt echt nicht cool. So, der kann von mir so klein bleiben. So, was haben wir noch? Ich will mal Interessantes zeigen. Vielleicht zeige ich gar nicht alles immer. Hier haben wir den Gewürzdrachen, wo ich halt schon im letzten Part mich drüber beschwert habe. Ist ja extrem. Es ist nicht gerade der coolste Drache. So muss man nicht drüber streiten. Es ist mit Abstand so der hässlichste Drache, den es gibt. Hier, Kampfkunstdrachen, den gibt es in der Liga, wenn man da ganz normal kämpft. Dann gibt es den Pharao-Drachen. Den gibt es halt auch bei diesen Rennen. Dann hier natürlich unser heroischer Drache, der hohe Spannungsdrache, mit dem ich auch relativ viel gekämpft habe. Dieser Drache braucht 29 Siege, um den nächsten Rang zu erreichen. Das wird Angriffskraft. Okay, halt immer, wenn du ein paar Siege holst, dann wird halt krasser. Und der ist schon relativ krass. Ich habe den halt sehr viel gespielt. Ich glaube, das sind die meisten, den ich gespielt habe bis jetzt. Himmelsdrache, nee. Ich finde, der sieht cool aus. Dafür, dass es nur ein gewöhnlicher Drache ist, ich finde, der sieht cool aus. Der hat was. Irgendwas Interessantes. Lad mal die Drachen. Ist der selten? Oh ja, ein Sterndrache. Den habe ich noch gar nicht ausgebaut. Dann bauen wir den mal aus. Sterndrache auf Level 4 ist ein größerer Sterndrache. Und auf Level 7 ist der Sterndrache noch ein größerer Sterndrache. Wer hätte was anderes erwartet? Okay. Ich versuch's gar nicht auszusprechen, weil ich nicht könnte. Wie wird der ausgesprochen? Der Drache. Okay, und der frisst eine Ratte anscheinend. Der ist auch immer ein gewöhnlicher Drache. Der ist so. Okay, der Doppelflammdrache. Ich nehme alles zurück. Der Doppelflammdrache ist sehr selten. Keine Ahnung, wo ich den her habe. Ich glaube durch Züchtung. So viel dazu. So, hier unten. Irgendwas Seltenes. Nein, aber der Doppelmeerdrache. Also ich habe den Doppelflammendrachen und ich habe den Doppelmeerdrachen. Die bringen sehr, sehr viel Kohle. Fällt mir gerade mal so auf. Tim Wiese. Ich habe übrigens den Wester-Drachen Tim Wiese genannt. Wollte ich mal erwähnen. Stand ja in den Comments und ich habe den Comments gefolgt. Und hier der Monster-Drache natürlich. Habt ihr auch schon gesehen. Okay, hier haben wir natürlich den Zyklopendrachen. Wow. Der ist episch. Wusste ich auch nicht, dass der episch ist. Ich dachte, der wäre auch gewöhnlich, weil der halt auch nicht so geil aussieht. Okay, der ist seltener, als ich dachte. Und natürlich Dragon Bee. Das war Dios Hausdrache. Ist immer noch ein cooler Drache, den ich halt im Kampf nicht einsetze, weil der nicht mehr so stark ist. Aber noch ein cooler Drache. Was haben wir hier noch, was man zeigen könnte? Ist hier noch irgendwas sein? Ah, hier! Okay, und hier ist nur noch Scheiße. Aber guck mal hier, der letzte Drache, den ich zeige, ist der Weiße Ritterdrache. Den pushen wir mal. Ich will eigentlich einen heiligen Lebensraum tun, aber ich habe sowas noch nicht. Der macht sehr viel Geld, sehe ich gerade. Also relativ viel Geld. Pushen wir den mal auf Level 10. Ich weiß nicht, ob ich ihn gezeigt habe. Den Sparta-Drachen. Der macht 301 Gold pro Minute. Was, glaube ich, sogar fast mehr ist, als der heroische Drache macht. Ist sogar mehr. Der heroische Drache macht 274. Und der Sparta-Drache macht einfach nochmal viel, viel mehr. Im Grunde muss ich den Lebensraum mal ausbauen. Kann ich das schon machen? Nee, kann ich nicht machen. Er ist auf Level 27. Und der ist doch relativ nice. Also der braucht natürlich noch ein bisschen. Ich habe noch nicht so viel gespielt, weil ich mit denen erstmal direkt Liebe gemacht habe, um irgendeinen Drachen zu machen. Ich glaube, den und den Wester-Drachen habe ich gekreuzt. Weil ich glaube, wenn man die epischen Drachen miteinander kreuzt, kommt irgendwie was Bestes bei raus. Ich weiß es nicht. Denke ich mal. Der macht sehr, sehr viel. Koreanischer Fußballdrache. Ein koreanischer Fußball. Was soll das? Oh, ich habe die Attacke eingesetzt, die nicht effektiv ist. Was soll ein koreanischer Fußballdrache sein? Warum koreanisch? Die ist so effektiv? Ich verstehe das nicht. Warum koreanisch? Das macht keinen Sinn. Checkt auch mal die anderen Folgen von Dragon City aus. Macht mir sehr viel Spaß, dieses Projekt, obwohl es im Grunde halt sehr minimalistisch ist.
Ich habe die Folge jetzt vorgezogen, eigentlich sollte es am Wochenende kommen, aber ich will die Folgen jetzt lieber unter der Woche bringen als am Wochenende dafür. Und am Wochenende lieber anderes Zeug zeigen. Und dann würde ich aber sagen, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Über ein Like würde ich mich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Und übrigens, ihr könnt abonnieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Es gibt den Abo-Button, der macht Sinn. Weil es gibt sehr viele Zuschauer, die gucken YouTuber öfters, aber die abonnieren nicht. Das finde ich sehr, sehr weird. Jedenfalls sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin und ciao.